Ja, ich bin gerade hier in Löhne angekommen bei Nolte Küchen und ich bin wahnsinnig gespannt auf die neue Ausstellung, auf das Nolte Forum. Es ist erweitert worden von 3.800 Quadratmetern auf 7.000 und noch mehr Küchenthemenwelten sind zu entdecken. Ich war schon immer ganz gespannt, bei der Hausmesse das erste Mal hier zu sein und jetzt ist sie noch größer und ich darf euch jetzt mitnehmen. Ich war wirklich noch nicht da und entdecke jetzt mit euch die neuen Küchen. Ja, das Leben in der Küche ist für mich wirklich Gemeinsamkeit mit Freunden, Familie, zusammen zu kochen, zu genießen, im Anschluss aber auch da zu sitzen und zu erzählen. Und der Abend ist nicht zu Ende mit dem Essen, sondern man mag auch den Raum noch weiter leben. Und das, finde ich, ist das Schöne an der Küche, weil sie so sinnlich ist. Für mich ist Küche Genuss und das auch mit dem Wohnen zu verbinden, finde ich einfach ganz toll und lebe ich von Herzen gerne. Das ist ja auch das Tolle hier in der Ausstellung. Man bekommt gezeigt, wie eine moderne Küche aussehen kann und was man dazu auch mixen kann. Also durchaus auch abgefahrene Dekorationen aus Asien und antike Sachen, ganz wild und großzügig dekoriert. Und dann kommen wieder moderne Sachen dazu und man kann sich hier wahnsinnig tolle Inspirationen holen. So, hier bin ich jetzt angekommen im Bereich Landhaus des Nolte Küchenforums. Hier gibt es 4 Kojen mit ganz unterschiedlichen Landhausküchen, die hier dargestellt sind. Und die gucke ich mir jetzt mal genauer an. Für mich ist das Thema Landhaus in der Küche immer noch aktuell, weil Landhaus bringt grundsätzlich immer Gemütlichkeit mit ins Spiel. Und die altbackenen Zeiten der Landhausküche sind ja auch vorbei. Wie man hier an wunderbaren Beispielen sieht, kann man es ja ganz modern interpretieren. Das könnte ja auch ein Atelier hier sein. Das ist ja auch schon so dekoriert. Was macht es aus? Einmal hier die schwarzen Griffe, die feine filigrane Arbeitsplatte, oben diese Lichtführung, das alles so filigran, zu dann dieser strukturierten, kassettierten Oberfläche. Und das Moderne ist natürlich auch die Farbigkeit. Also ich habe dieses Grün, man spielt mit Komplementärkontrasten, frischt es dann auf mit Designermöbeln. Also das ist, glaube ich, mal ein 1A-Beispiel für eine moderne Landhausküche hier. Also das Herzstück eines Hauses oder einer Wohnung ist für mich definitiv nach wie vor die Küche. Ich liebe es zu kochen, mit Gästen dort zu sitzen und ich finde es auch ganz toll, dass die Küche mittlerweile in die Wohnzimmer einziehen kann, so wie hier im Apartment. Ja, die Kultur offener Räume finde ich ganz toll, weil man da natürlich auch aus kleineren Wohnungen Großzügigkeit zaubern kann. Also, dass man nicht so beengt ist in so kleinen Räumen, die 14 Quadratmeter groß sind, sondern dass man sich öffnet. Man muss natürlich geschickt planen, das ist eine Herausforderung. Stauraum ist ein großes Thema. Auch Privatsphäre sollte immer noch gegeben sein. Auch das muss berücksichtigt werden bei der Planung, aber ansonsten, was gibt es Schöneres als offenes und luftiges Wohnen? Also mein Highlight hier im Apartment ist, dass nur wenige Fronten kombiniert sind. Ich habe schwarz, ich habe weiß und dann zieht sich das Ganze vom Bad über den Eingangsbereich Flur. Homeoffice ist da, ein Hauswirtschaftsraum bis hin zur Küche und zum Wohnen. Und das ist meine ruhige Basis hier und ich fühle mich gleich willkommen, ich fühle mich wohl. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das Geheimnis, dass man in kleineren Räumen eine ruhige Basis schafft, was hier exzellent gelungen ist. Sehr cool, mit dem Orange. Diese verrostete Stahloptik, cool. Das Tolle hier am Cube ist, dass ganz viele Wohnwelten in den einzelnen Kojen nebeneinander liegen. Also wir haben jetzt keine strikte Trennung zwischen Landhausstil oder auch modernen Küchen, sondern hier ist alles möglich und auch anfassbar. Also ich liebe Naturmaterialien wie Stein, Eisen, Holz, also sehr authentische Materialien, die aber dann auch veredelt sein können. Also ich bin total fasziniert hier von diesem Block aus Naturstein. Ich liebe das anzufassen, dieses Spiel aus einem kühlen Material und dann hat man die warmen Holzfronten. Das finde ich ganz toll.
Hier haben wir den großzügigen Loft-Stil, sehr edel, luxuriös, mit Samtmaterialien hier gleich im Wohnzimmer nebenan und dann eine wahnsinnig großzügige Küche mit edlen Materialien, Naturstein, die Vitrinen, die beleuchtet sind. Und gleich gegenüber habe ich eine ganz gegensätzliche Küche. Hier ist ja eher so der Industrial-Style, ein bisschen Bohemian, könnte irgendwo in Berlin sein, ja, mit ganz viel schwarzen Optiken, modernen Stühlen. Dann noch mal ein paar alte Rahmen dazu. Das ist eine ganz neue Kombination. Und gleich hier drüben gibt es dann den modernen Landhausstil, wo man sogar zwei Farben bei den Fronten gemixt hat und bei den Arbeitsplatten. Das finde ich super spannend, auch sowas mal zu sehen. Und das bietet ganz viel Inspiration auf kleinstem Raum hier und nebeneinander. Also hier sind wir jetzt im Bereich Tiny und man sieht, hier sind so richtig kleine Häuschen, Kojen aneinander gebaut, um zu zeigen, was Nolte an platzsparenden Lösungen zu bieten hat. Also man sieht hier wunderbar, wie die Küche in den Wohnbereich übergeht, die Materialien werden weitergeführt. Man hat jetzt nicht diesen Mix, den man sonst hat, wenn man solitäre Möbel aufstellt. Man hat diese Stückelung nicht und so ist alles aus einem Guss. Und das wirkt dann auch öffnend und man nutzt den Raum perfekt aus und es wirkt wie eine Einheit und dadurch trotz der kleinen Größe großzügiger. Das ist ja auch ein süßes Mini-Apartment hier. Perfekt ausgenutzt, der Stauraum bis unter die Decke, riesige Oberschränke. Das hier finde ich ja auch toll. Sowas begeistert ja immer so mein Innenarchitektenherz, so Verschneidungen unterschiedlicher Tiefen und Höhen. Das sieht so aus wie so ein Tetris-Spiel, was ineinander greift. Tolle Griffe hier, die Farbigkeit finde ich auch toll und diese Farben finden sich im Raum wieder. Und selbst bei so einem kleinen Raum kann man dann wunderbar mixen. Total schön, hat eine feminine Note, gefällt mir richtig gut. Was ist das? Das ist ja clever. Ein Hauswirtschaftsraum auf einem schmalen Raum hier untergebracht. Waschmaschine, Regale. Ach, Platz hier für Bügeleisen. Die Wäsche kann hier sortiert werden. Das ist mal so ein richtiges Luxus-Mini-Apartment hier. Das hätte ich mir als Studentin gewünscht. Dadurch, dass das offene Wohnen immer beliebter wird, ist es natürlich sinnvoll, die Küchenmöbel an die Wohnmöbel anzugleichen, also dass man dieselben Materialien benutzt, weil ja letztendlich alles auch aus unterschiedlichen Perspektiven zusammen sichtbar ist. Ja, ich bin jetzt hier im Bereich Nolte Living angekommen und man kann hier wunderbar erleben, wie sich der Wohnraum an die Küche angleicht, beziehungsweise wir sehen ja hier richtige Wohnbeispiele. Und das, was man hier sieht, das sind Oberflächen, die man auch in der Küche haben kann. Und so kann man halt den Wohnbereich und die Küche miteinander verbinden, quasi wie aus einem Guss. Was wir hier haben, ist halt ein großzügiges Wohnzimmer. Wir haben starke schwarze Farben an den Wänden, dann hält sich das Ganze auf. Wir haben sehr viele natürliche Elemente. Das ist, glaube ich, so ein typisches Wohnzimmer, wie es im Moment angesagt ist. Auf der anderen Seite haben wir noch mal ein weiteres Beispiel. Ja, auch hier haben wir wieder ein Wohnzimmer. Hier spielt man auch mit Farben. Also wir haben den dunklen grauen Grundton bis hin zum Schwarz. Und dann ganz tolle Pastelltöne, ganz angesagte Rottöne miteinander kombiniert. Und wir haben das zusätzliche Spiel von Licht. Also hier in der Griffspur oder auch hier oben bei dem offenen Regal seitlich. Das setzt nochmal ganz eigene starke Akzente. Und ich mag ja auch diese Retro-Griffe. Die erinnern mich persönlich an die 80er. Sehr minimalistisch, schwarz in Kombination mit den farbigen Oberflächen. Letztendlich sind das aber alles Einzelelemente, die ich mir für meine Wohnbedürfnisse einzeln zusammenstellen kann. Habe ich mehr das großzügige Wohnen, so wie hier oder nebenan eher ein kleineres Esszimmer. Dementsprechend kann ich mir auch die Materialien und die Größen meiner Möbel selbst und individuell zusammenstellen. Und man kann sich immer wieder vorstellen, wie das halt auch in Kombination mit den offenen Küchen gleich nebenan aussehen könnte. Also ich bin wirklich richtig erschlagen von dieser Menge an wunderschönen Küchen, an tollen Arrangements. Wir haben ja sogar kleine Apartments gesehen. Also Nolte bietet hier wirklich jetzt mit seinem Forum
die absolute Bandbreite, einmal im Bereich Küchen, aber bis hin über Bad in den Wohnbereich hinein. Und das finde ich auch wirklich das Faszinierende hier. Der Wohnbereich wird in jeder Küche mit einbezogen und darum geht es ja. Nolte steht ja für das Leben in der Küche und zum Leben gehört natürlich auch das Wohnen und das ist hier überall exzellent mit einbezogen worden an so vielen wunderschönen Beispielen. Und ich kann eigentlich nur jedem Verbraucher empfehlen oder derjenige, der sich gerade mit Küchen beschäftigt oder sich eine zuzulegen, er sollte mal herkommen und sich das anschauen. Also die Ausstellung steht ja auch den Endverbrauchern offen und ich finde, der Weg lohnt sich auf jeden Fall, nach Löhne zu kommen, in die Ausstellung, ins Nolte Forum, um sich diese über 70 Küchen anzuschauen und zu sehen, was überhaupt alles möglich ist.